Hey Leute, herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die. Irgendwie scheint es hier seit gestern, also ne gestern jetzt in Real Life, ein bisschen ruhiger geworden zu sein. Hier ist ja die Nachtschlacht am Gange gewesen. Da unten ist auch noch ein Zombie. Aber hier oben ist nichts mehr. Tja, und dann, wie ihr links unten seht, bin ich auch wieder einmal gestorben. Wir könnten hier noch mal ein Feuer gebrauchen. So. Da drüben in der Shenmue-Fabrik, da sind wir auf eine Falle reingefallen. Ich meine, ne, es war von oben auch nicht zu sehen, dass es eine Falle ist. So, dann haben wir den 47. Tag. Ich würde sagen, dann fahren wir erstmal zurück und bauen die Zombie-Falle richtig heile. Und looten danach vielleicht noch ein bisschen weiter. Warte mal, das ist Messing. Kommt auf die Seite. Das lassen wir erstmal hier. Krimskrams. So, essen und trinken. Wir kommen unterwegs an Wasser vorbei. Dann nehmen wir mal die leeren Gläser mit. Dum, 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 dum. Ja, das nehmen wir mit. Das können wir fürs Feld gebrauchen. Ein bisschen Essen lasse ich mir hier. Na komm, warte mal. Wir lassen 5 hier. Die nehmen wir alle mit. Das kann eigentlich erstmal hier bleiben. Komm, warte mal. Dreckwasser haben wir dann sowieso, wenn wir das auffüllen. So, Money. Meine Wechselklamotten. Meine Schaufel natürlich. Money. Da könnten wir aber eigentlich zur Not mal ein paar hier lassen. Sprit. Schrotmoni. Ja, das taktische Gewehr. Ja, Bogen. War bei dem Bunkern mal wieder zu Hause. Das kann erstmal hier bleiben. Dann haben wir natürlich noch Platz im Minibike. Da nehmen wir auch alles mit. Da sind wir auch gleich voll. Lehm werde ich sowieso brauchen. Hier einen vollen Steine-Stack. Der kann wieder zurück. Ja, Messing. So, warte mal. Legen wir hier kurz noch mal was ab. Das nehmen wir gleich wieder mit. Schrauben wir hier nur noch ein bisschen rum für die Nacht. Oh, sogar noch ein Kühler abgesahnt hier. Hier oben ist aber sonst keine. Was war das? Hey, da sind sie wieder oben. Komm mal hier, wenn es geht. Da ist er auch, der Zombie. Komm mal hoch hier. Kriegst schön auf den Kopf. Da liegt er das erste Mal. Komm, ein kriegst du noch. Tja, der wäre down.
Ist bisschen Eisen hier. Warte mal. Revolver, den Eisen gehabt. Da, ne? So, dann können wir runter, hä? So, da läuft sie immer noch rum. Nichts von hinten oder so. Oh, hat sie mir wieder einen mitgegeben? Blöde Mistsau. So, da können wir erstmal jede Menge reinschmeißen. Erstmal hier alles, was sowieso nicht zu stacken geht. Ja, da geht noch jede Menge mehr. Hier die Kohle. Boah, da können wir ja fast alles mitnehmen, würde ich sagen. Dachte, ich hätte den Schatten von einem Geier gesehen. Weil es ja alleine an Ausdauer, wenn man hier hochrennt, verbraucht. Das wollten wir hier lassen. Hier kommen die Teile noch. Nehmen wir das Blei noch mit. Das ist alles so wenig. Haben wir den hier noch? Komm, nehmen wir hier Medizin mit. Ein paar Verbände lassen wir hier. Honig, falls wir uns hier mal verseuchen sollten. Komm, dann nehmen wir noch die Messingsachen mit. Oh, da sind wir voll. Kein Bock auf langsam laufen, deswegen überlade ich mich nicht. Kann ja immer mal was passieren. Ey, immer diese helle Funzel. Die ist immer an, ne? Dann ab nach Hause. Boah, ja, ist das am Lenken. Ja, so wie ich das gesehen habe, könnte das jetzt mit der Zombie-Falle reparieren hier an dem einen Tag auch erledigt sein. Das müsste eigentlich hinhauen. Die sind ja nicht gerade weit gekommen. Ja, so, das Minibike verbraucht deutlich mehr Sprit wie der Generator mit den Fallen. Und fliegen wir mal? Nö, oh, doch ein bisschen. Supercross. Ja, gerade wenn man halt schnell fährt. Dann geht der Sprit richtig schnell weg. Wieder ein Monster weg. Ich bin auch am überlegen, ob ich bei der Zombie-Falle überhaupt was Zusätzliches bauen muss. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, die lassen wir erstmal so. So, und Home Sweet Home. Abernten können wir wahrscheinlich auch wieder. Komm, nehmen wir mal alles mit, was wir noch mitnehmen können. Hoffnungslos überlastet.
Ich brauche unbedingt neue Reparaturkits. Alter, ich komme gar nicht mehr voran. So, was haben wir denn für die Kiste hier? Überhaupt jetzt schon was am Start? Warte mal, Messing, wir schmeißen gleich mal die Schmiede an. So, hier die Kühle. Anschmeißen. So, was haben wir denn für einen Trader hier? Den Speer. Das Teil. Mein alter Helm, warte mal. Aha, ich nehme halt lieber den SWAT-Helm. Dann bleibt das mein Reservehelm, aber hier, die verschlissenen Stiefel sind zum Verkaufen, der Ledermantel ist zum Verkaufen. Hier kommt, den behalten wir. Hier meine kühlenden Klamotten, meine Ausweichrüstung. So, können wir schon wieder Messing nachschmeißen? Ja. Dann haben wir wieder neuen Zement. Hier nochmal einen ganzen Stack Steine. Warte mal, können wir hier einen einschmelzen? Okay, dauert noch ein bisschen. 10 Sekunden. Hier haben wir noch ein Mützchen für den Trader. Mein Sprit packe ich jetzt mal neben meiner Kohle. So, dann haben wir hier ein paar Teile. Oh, Schrotmuni ist jetzt auch voll. Da muss ich jetzt mal irgendwie anders strukturieren. Hier so Einzelmunition mal hier in die Mitte. Dann packe ich doch die Pfeile hin. Noch was für die Kiste. Sehe ich erstmal nicht. Block mal kurz hier rein. Medizin. Haben wir davon schon einen? Ja. So. Aloe-Creme. Jawohl. Anti haben wir schon richtig viel. So, fressen. So, Chili. Fleisch. Ey, wir können uns ein Bacon und Egg machen. Das ist ja wundervoll. Das machen wir doch gleich mal. Ja, warte mal, da brauchen wir nur einen für. So, jetzt bist du aber langsam hier. Messing ist weg. Haben wir was zum Einschmelzen hier? Nö, ja, dann können wir ja die Steine nehmen. Achso, warte mal, habe ich ja schon am Start. Oh, 6000 Steine, das wird ein bisschen dauern. Gott, zwar 35 Minuten brutzeln. Haben wir noch Dreckwasser. Wisst ihr, ich wollte doch Wasser mitnehmen. Habe ich schon total vergessen. Im Bunker uns die Gläser erstmal. Wir haben noch genug Saufen. So, nächste Fuhre hochholen. Denn mal ernten. Kürbisse geht mittlerweile auch sehr gut. Daten wir einmal alles weg. So, haben wir schon 17 Kürbisse auf Tash. Ey, hier, Kartoffel.
können wir die nächsten Samen machen. Hier, Dose Lachs. Ist das dasselbe? Ja. Da haben wir noch eine Sonnenbrille zum Verkaufen. Die Militärweste, die wollte ich mir, glaube ich, aufheben, ne? Ja, weil die in Bewegung viel besser ist. Komm, die heben wir auf. Tja, den Stahlschlagring. Verkaufe ich den? Ach komm, ist mein erster. Heben wir erstmal auf. So, wir haben eine neue Knarre. Hier haben wir noch einen neuen, den neuen Bogen nicht, aber einen alten Bogen. Hier haben wir noch einen Mod. Eisenbeinschienen. Die wollte ich mir, glaube ich, auch aufheben, ne? Ja, die heben wir auch erstmal auf. Hier wieder neue Kohle. Haben wir genug Gammelfleisch? Ah, ich glaube, das reicht nicht, ne? Nein, wir brauchen 5. Schade. Dann kann ich die Kartoffeln auch erstmal zurücklegen, dann brauchen wir die nicht. So, Pflastersteine werden wir brauchen. Das hier vielleicht für die Klappen. Ich weiß nicht, ob die angeschlagen sind. Dann werden wir geschmiedetes Eisen brauchen. Und genau, die Teile sicherlich auch. Kannst eigentlich kurz noch mal ein bisschen Messing einschmelzen. Schwarzpulver. So, dann brauchen wir unseren Clownhammer. So, habe ich irgendwas zum Reparieren vergessen? Pieken. Ne, vielleicht brauche ich die auch noch. Und Steinplattenblock. Zumindest einen brauchen wir ganz sicher. So, genau. Klebeband. Haben wir noch 11. Dann machen wir uns erstmal schnell ein paar Kits. Ja, wir haben genug Platz. Ich weiß nicht, ob das Eisen reicht. Ich nehme einfach alles mit. Oh, der ist schon fertig wieder. So, jetzt haben wir sogar mehr Messing wie Blei drin. Das wird, denke ich mal, relativ selten vorkommen. Ja, dann gehen wir mal reparieren. Immer umgucken, dass nichts ist. 56 Sprit schon wieder nur noch. So, wir waren in unserem coolen Labyrinth. War das mit dem Stein nicht gleich hier? Nee. Wo haben sie denn den Stein weggeballert? Hier. Ja, die Piken, das mache ich alles von oben. So, den haben wir. So, ich glaube, da drüben haben sie kaum angegriffen.
Die drei gecheckt. Das machen wir jetzt erstmal einmal rundherum. Nichts kaputt. Da ist doch irgendwas kaputt. Hast du mir doch eben angezeigt, Mann. Naja, drauf geschissen. Das Ding ist auf jeden Fall kaputt gewesen. Wer ist Öhr? Diese scheiß Bullen. Selbst durch die Wand durch machen sie mir hier die Teile kaputt. Na okay. Das war jetzt nicht großartig kaputt, aber immer ein bisschen. Na, über die Hälfte weg. Ja, da auch irgendwas. Irgendwas ziemlich hart angeknackt. Ist. So, da haben wir es ja einmal. Ich bin sogar hier, bin schon doppelt durch. So, dann mal erstmal die Piken. Die hier sehen sehr gut aus. Ich habe ein bisschen Panik, darüber zu springen. Muss ich mich da vielleicht auch hinhocken da hinten? Die geben wir hier doch nochmal ab. Nee, soweit in Ordnung. Dann gehen wir im Uhrzeigersinn rum. Warte mal. Oh, Alter, das war schon knapp. Ich denke mal, wenn hier nichts ist, dann brauchen wir nicht weiter gucken. So, hier haben sie hart angegriffen. Die sind halt ja auch, glaube ich, immer wieder über die Mauer gesprungen. Da sind zwei kaputte. Da ist noch eine. Da, die muss noch und die ist hart angeschlagen. Naja, diesen Tutti. Hier gibt's nichts mehr.
Er ist auch lustig. Ach ja, stimmt. Auch eine Stelle, wo sie immer rüber gesprungen sind. Hier sind die Piken sogar weg. Warte, ich brauche unbedingt, falls ich runterfallen sollte, wegen dem Leck. Da liegt noch Loot. Tja, nochmal die Eisenbahnschienen. Ey, die ist aber hart angeschlagen. Die sieht auch übel aus. Genauso wie die. So, der Rest passt. Da sind wir gleich schon einmal rum. Die ist hart angeschlagen. Den bisschen. Ja, das ist scheiße, dass diese Stromdinger die Bullen nicht töten. Oder eben nicht schnell genug, bevor sie explodieren. Das kann auch sein. Es sieht, glaube ich, alles ganz gut aus. Ey, schon wieder gleich 20 vor 12. Jetzt hat er sie. So, dann waren wir einmal rum, ne? Haben wir nicht hier angefangen? Was würde man dafür brauchen? Ah, Betonmischung. Weil wenn die den Boden wegmachen, das ist auch ungünstig. So, dann fangen wir mal mit der Mauer an. Das kann auch sehr lange dauern. Haben wir. Eieiei, alleine hier schon. So, hier ist nix. Hier waren sie wahrscheinlich nicht. Das schaut noch gut aus. Da unten. Da sind noch welche hart angeschlagen. So, noch mal grob hier drin gucken, obwohl sie da ja nicht gerade viel angegriffen haben.
Oh, der war schon knapp. So, also die Seite zu unserer Base haben wir, sagen wir mal, fertig. Ja, das ist eine ziemliche Sisyphusarbeit, sag ich mal so. Das wird ein bisschen dauern, ey. Das oben haben wir. Das müsste eigentlich die härteste Seite sein. Ey, ob das überhaupt reicht? Ich habe noch nicht mal mehr 1000. Ich habe auch keine Steine dabei. Die habe ich alle weggelegt. Ich bin ein Horst. Ein Horst. Wenn man hier oben auch was kaputt. Da. So, hier drin ist zum Glück irgendwie nix. Vorne noch. Da. Und hier. Oh, da war noch einer ziemlich hart. Nicht nur einer. Quasi die ganze Mauer. Eieiei. Die haben sich fast alles weggeballert. Ist das der Boden? Jetzt zeigt er doch auch eine Höhe an. So, jetzt sind wir hier aber durch. Hier oben irgendwas? Tja, ich sehe es schon kommen. Da müssen wir den nächsten Tag doch noch mal ran. So, wie sieht's hier oben aus? Alles gut. Da unten drin. Ja, also mehr oder weniger zweite Seite abgeschlossen, sag ich mal. Ich werde sicherlich den einen oder anderen Block hier übersehen. Das bleibt nicht aus bei so vielen. Baust halt viel, musst auch viel reparieren.
Obwohl da natürlich irgendeine schnellere Möglichkeit auch geil wäre. Irgendwie, ich weiß nicht. Wenn das als ein Bauwerk gilt, irgendwie Bauwerk reparieren und dann muss man so und so viel Ressourcen dafür bereit haben. Das wäre nice. Würde ein bisschen Zeit sparen. Ein bisschen ist gut. Jede Menge Zeit natürlich. Oh, da drüben wird es bestimmt ziemlich hart. Hört mal, hier unten haben wir mal einen. So, jetzt mal die Innenseite hier. Hier müsste eigentlich ziemlich viel kaputt sein. Geht aber. Da war die andere Seite schlimmer. Sind wohl mehr Bullen gekommen. Hier oben irgendwas. Nee. Da war was. Na, wo hat er den gehabt? Da ist noch einer. So, hier drin nochmal schnell alles checken. Alles gut. Wollen ja nicht päpstlicher wie der Papst sein. Da war wieder schon so ein leichtes Leck. Da haben wir noch einen übersehen. Ja, die Seite, sag ich mal, ist auch fertig. Will vorankommen hier. Es ist schon gleich 3:30. Erstmal hier den oberen Bereich. Das geht am schnellsten. Zack, alles gut. So, jetzt geht's hier wieder los. Alles gut, denke ich mal. So. Abgeschlossen. Nichts, nichts, nichts. Ja, hier so ein paar. So. Eis Hoodie. Nächste Seite. Warte mal. Die haben wir, glaube ich, schon. Ja, da sind wir einmal rum. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das auch fertig. So, da müssten wir eigentlich nur noch Piken setzen.
Und ich bräuchte mal vier Blöcke. Also zwei brauche ich noch. Da. Die setzen wir nämlich mal da rein. Denn ich will hier oben noch was drauf bauen, wo ich mich dann sicher vor Geiern bewegen kann. Da grade ich aber erstmal nur das ab. Darum brauche ich mal einen Schluck aus der Pulle. Essen habe ich leider nicht mitgenommen. Scheiße. So, den hätten wir. Ja, ich bin ziemlich durstig und auch gleich ziemlich hungrig. Zum Glück haben wir ja Bacon und Egg angesetzt. So, dann können wir hier die Piken legen. Bis da ist alles full. Mal gucken, ob die 37 Stück reichen. So, hier geht's dann auch los. Ich denke mal, die reichen nicht. Hier sind, glaube ich, ziemlich viele kaputt. Und die könnte eigentlich nochmal repariert werden. Nein. Das ist teilweise echt schwer, das zu treffen zum Upgrade, zum Reparieren. Die Seite fertig. Die sieht auch hart aus. Und die auch. Hier. Voll komisch, das Ding zu treffen. Oh, hier ist auch Hardcore weg. Und wir haben nur noch 20. Wie viel ist auf der Seite weg? Eieiei, noch mehr. Eieiei, sogar bis hier. Zeig mir die doch mal an. Warum zeigst du mir die nicht an? Jetzt. Die reichen nicht. Naja, mal gut, dass wir gleich essen müssen. Armbrotzeit oder sind sie weg? Also hier bräuchten wir noch eine. Innen drin brauchen wir ja auch noch zwei oder drei an der einen Stelle. Hier definitiv noch zwei. Macht so drei. Naja, wir können jede Menge in Auftrag geben. Schon mal in Reserve. Ja, das wär's. So, bis die Zeit ist noch. Die Piken werden wahrscheinlich nicht fertig. Weil die ja immer so elendig lange brauchen. Aber das Projekt haben wir dann so ungefähr an einem Tag abgeschlossen.
So, und ich könnte mal, ich habe noch jede Menge Kohle, ne? Und jede Menge Nitrat. Komm, hier noch zwei drauf, vier drauf. Wie lange brauchst du denn dafür? 20 Minutos. So. Dann haben wir 1242 neue Schwarzpulver. Mischen. So. Eisenstachelfalle. Da das immer lange dauert und ich ein bisschen welche auf Tash haben will, mach mal 70 Stück. 280 Eisen gehen dann drauf. Ne, kannst du eigentlich gleich mal wieder 300 machen? 17 Minuten. Da, 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 da. 1800 Steine, können wir wieder eine halbe Stunde anfackeln hier. So, euch lege ich erstmal ab. Genau wie das. Und dit und dit. Eisen. Tja, bisschen Leben auf Tash. So, jetzt kann ich dann doch eine von diesen Eisenhosen verkaufen. Oder Eisenbahnschienen. Dann nehmen wir doch die. Ah ja, nochmal kurz zum Trader. Einfach nur mal gucken, was er so hat. Und ein bisschen was verkaufen hier. So, Sprit mal mitnehmen. Den Bacon und Egg reinzwirbeln. So, alles am Machen. Alles am Tun. Kurz zum Trader. 19 Uhr. Ist wieder voll. Ja, ich weiß, ich bin voll geworden, ne? Könnt ihr auch mal kurz das Fahrrad nehmen, um Sprit zu sparen. Damit nach dieser Zombie-Apokalypse auch unsere Kinder noch etwas von dieser tollen Welt haben. Ich fände sowas echt geil, wenn sie das noch einfügen würden. Sowas wie ein, Hühnerstall, eine Koppel für Rinder oder so, wo man sich dann auch mal so ein bisschen Essen in einem Stall halten kann. Na, alles klar bei dir, Trader, oder was? Erstmal will ich ein bisschen was loswerden. Hier, den zum Beispiel. Wieder auffüllen, Tag 49. Aha. Also kriegt er am 49. Tag neue Ware. Hier kommt, kriegst du erstmal neue Ware. Richtig tolle Sachen, die ich gar nicht haben will. Ja, dadurch machen wir sogar Level Up, ey. Ist das nicht toll? Hier ein paar gammelige Schuhe, alten Staubmantel. So, haben wir 13.500. Er hat wieder einen Robotic Hammer. Warum immer den? Das ist doch scheiße, Mann, Alter. Warum nicht den anderen? Was hast du denn hier? Du hast eigentlich immer nur Scheiße. Hab ich alles. Chemikalien ist auch nichts Dickes. Hier irgendetwas. Nee.
Tja. It's been a real pleasure. You watch yourself out there. Ja, ich achte auf mich. Am 49. Tag komme ich vielleicht wieder. Bin von deinem Angebot ein bisschen angepisst. Immer kann man hier nur was verkaufen. Ich weiß auch gar nicht, warum der das andere immer nicht hat. Also den anderen Robotikturm. Immer nur diesen Hammer. Ja, hier ist wirklich alles fett am Brutzeln. Oh, wir haben schon gut Kohle aufgetascht. Das gefällt mir. So, wir brauchen noch ein bisschen Futter. Wir nehmen natürlich Fleisch mit. Und wir nehmen uns. Das ist Honig. Wieder mal so zwei Bier mit. Hier nochmal ein Kaffee. Da haben wir ja gerade so einen Boost bekommen. Dass wir besser abbauen können, wenn wir Kaffee gesoffen haben. So, gegrilltes Fleisch. Gib mir mal wieder 6 Stunden. Wir haben ja noch genug Fleisch auf der Tasche. Tacos könnten wir uns auch schon wieder machen, einmal. Tja, und ist die Frage, ob ich das mal so mit dem Brot... Na, warte mal, Kürbisbrot gibt's doch auch noch, ne? Lass mich mal ran hier ans Feuer. Kürbisbrot. Kürbis, Maismehl, den will ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Gerade noch Maismehl am Start. Und genau, wir vergleichen das mal mit dem normalen Brot. Aber da brauchen wir noch ein Wasser. So, ein Kürbisbrot, ein Maisbrot. Das dauert auch 40 Minuten, das ist so krass, diese Piken. Warte mal. Das brauche ich doch erstmal gar nicht. Kannst du auch erstmal weg? Ist bald Essen denn jetzt endlich fertig? Naja, nicht ganz. Aber das Kürbisbrot ist fertig. So, auf eins müssen wir noch warten. Wüsste zu gern, vielleicht kann man die ja sogar nutzen. Ich habe doch hier mein Stromtool. Einfach mal ausprobieren. Da. Einfach mal checken. Nee. Das sind alte. Nein, 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 dahin. So, Brot, bist du fertig? So, und was hat das? 4, 2, 10. 12, 6, 20. Also Kürbisbrot ist schon geil. Es ist schnell gemacht. Ja. Also das ist schon cool. Und das zählt zum Warmessen. Das ist wunderbar. Tja, dann würde ich mir sagen, gehen wir mal ran an die Arbeit.
Ist zwar erst 9:30. Ich mach das hier. Eisen haben wir erstmal lang und schmutzig. Da brauchen wir erstmal, wenn mehr Lehm. Oh nein, das ist ja die AK. Lieber nicht. Das ist mir zu hell. So, jetzt sind wir in unserer Mine. So, erstmal ein bisschen Kohle wiederholen. Ja, hier muss ich schon aufpassen, dass mir nicht dann irgendwas auf die Decke fällt. Oh, da haben wir auch schon wieder Nacht. Gibt's denn hier irgendwo... hier ist auf jeden Fall Stein. Hier könnten wir schon wieder eine Stütze hinbauen. Den machen wir doch erstmal. Da, Holzklotz. So, da oben darf ich noch nicht. Er muss erstmal die Kohle weg. Hab hier schon Lecks beim Mining. Kann ich wahr sein. So, die stützt erstmal ganz gut. Aber den Sand weg, ey. Sand weg. Ich höre Zombies. Erstmal ruhig verhalten, bis die Horde durchgelaufen ist. Kloppen schon irgendwas kaputt. Die hängen da an irgendeinem Haus fest. Hier wahrscheinlich. Da gehe ich jetzt mal in meinen Gang. Vielleicht höre ich mich da nicht. Warum kann ich eigentlich manchmal drin laufen und manchmal nicht? Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt darf ich hier drin nicht laufen. Das ist so ganz merkwürdig. Es ist ganz, ganz komisch, warum ich jetzt nicht laufen darf. Oh, aber ob ich hier laufen kann oder nicht, ist auch erstmal egal. Wir haben hier das Folgenende erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.